Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für diejenigen, die mich gerne unterstützen möchten, bei meiner Arbeit mit und an den Bienen, habe ich eine Möglichkeit geschaffen. Ihr könnt gerne Mitglied auf meinem Kanal werden, also nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch gleich Mitglied werden. Ich habe verschiedene Mitgliedsstufen, das geht hin bis zu exklusiven Videos, nur für diese Mitgliedsstufen. Schaut doch mal rein, unten seht ihr den Button Mitglied. Und da könnt ihr mal drauf gehen und eine der Stufen aussuchen. Würde mich sehr freuen und würde mir auch sehr helfen bei weiteren Videos. Aber kommen wir zum Inhalt. In dem Video möchte ich mal kurz ein bisschen erzählen, wie es mir mit meinem Stockwagen geht. Ich habe sie jetzt nun mal schon eine ziemlich lange Zeit im Einsatz. Habe einige dieser Stockwagen. Ich habe immer Doppelstockwagen. Da ich Doppelbeutenböcke habe, habe ich immer Doppelstockwagen auch darunter. Hier gibt es auch einzelne dieser Wagen. Die Wagen sind sehr preisgünstig, wirklich sehr preisgünstig im Vergleich zu anderen Stockwagen. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Es gibt mir alles, was ich brauche, die ganzen Informationen. Diese Stockwagen werden per Solarpanel versorgt. Dieses Solarpanel reicht komplett aus, auch im Winter, um die Stockwagen zu versorgen. Ich habe die Stockwagen auch im Winter im Einsatz, um zu sehen, was abgeht, wie viel die Bienen abnehmen oder ob irgendwas anderes geht. Eine größere Differenz, egal ob Plus oder Minus, wird mir sofort als Alarm angezeigt. Dann sehe ich da auch, ob da irgendwas geht. Das ist natürlich jetzt gerade Diebstahlsicherung. Es ist ein GPS mit eingebaut in den Stockwagen. Also von daher ist es relativ sicher, kann man sagen. Die Antenne habe ich als extra Antenne. Diese Stockwagen gibt es auch mit integrierter Antenne. Dann ist im Elektronikkästchen drin verbaut. Hier, das ist im Elektronikkästchen, hier ist hier drin eine kleine Stummelantenne. Die ist ungefähr so lang. Je nachdem, in welcher Umgebung das man ist, reicht es aus. In vielen Umgebungen reicht es aus. Gerade dann, wenn ein Funknetz an sich sonst gut abgedeckt ist. Wenn es mit dem Funknetz mal ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen schlechtere Auslastung, schlechterer Empfang. Deswegen habe ich mir diese extra Antenne zugelegt. Die kann man auch bestellen, diese Stockwagen, mit extra Antennenanschluss. Der wird erst dann hier angebracht. Und damit habe ich überhaupt keine Probleme mehr, was den Empfang angeht. Ich habe manchmal meine Stockwagen in sehr abgelegenen Gegenden stehen, wo ich im Handy schon lange keine Verbindung mehr habe. Da haben die Stockwagen immer noch Verbindung. Also sind dann schon noch mal ein bisschen besser, was es angeht. Jo, und ich zeige euch da mal ein bisschen am Bildschirm, was da so abgeht, was man da alles so ablesen kann. Glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sehen kann, ob Tracht reinkommt. Man sieht sogar, wenn der Schwarm abgeht. Ja. Wenn sich jetzt zum Beispiel das Gewicht um 2, 3, 4 Kilo nach unten bewegt, wo es sich nicht nach unten bewegen sollte, also direkt am Vormittag, 11 Uhr, 3 Kilo weniger, dann weißt du genau, da ist ein Schwarm abgegangen, ist nicht so sehr schön. Aber du kannst zumindest sofort an den Stand, kannst schauen, wo die irgendwo hängen. Wenn du Glück hast, hängen sie in der Nähe vom Stand, wenn sich da Bäume befinden oder Sträucher. Im Gegensatz zum Hinterfotzigen, der behauptet, Bienen würden erstmal, Suchbienen würden erstmal rausfliegen, eine neue Behausung suchen und dann wird der Schwarm erst abgehen. Das ist ein totaler Blödsinn. Könnt ihr wirklich total vergessen. Solche Informationen sind sehr, sehr falsch. Der Schwarm geht erstmal raus, hängt sich idealerweise in der Nähe der Beuten irgendwo erstmal auf. Dann kann man sehen auf der Stockwaage, oh, da fehlen 2 Kilo. In ganz kurzer Zeit sind 2 Kilo raus. Schnell mal hinfahren oder mal hingehen und schauen, ob ich den Schwarm noch sehe, dass ich direkt einschlagen kann. Das ist also auch hier ein ganz großer Vorteil mit dem Stockwagen. Ich decke das mal wieder ab. Ich habe hier einfach, man kann diese Elektronik, die kann man natürlich jetzt auch irgendwo anders montieren. Man kann sie außen montieren, man kann sie unten irgendwo montieren. Ich habe sie einfach so draufgelegt, da ich diese Ablage habe zwischen den zwei Beuten.
und habe einfach nur ein Brett, noch mal ein bisschen Wetterschutz, die sind wettergeschützt, ist gekapselt, wasserdicht gekapselt, die sind wettergeschützt. Aber ich habe es noch mal als extra Wetterschutz. Und wenn ich ein Rähmchen zwischen rein abstellen möchte, dann will ich es nicht auf die Elektronik und auf die Kabel der Stockwaage legen, sondern ich habe das dann auf diesem extra Brettchen drauf liegen. Aber jetzt gehen wir am Bildschirm. Also man sieht hier jetzt die Übersicht meiner Wagen. Und diese beiden Wagen, die Bilder könnt ihr vernachlässigen, diese beiden Wagen, das ist eine Doppelwaage. Hier wurde eine Zarge aufgesetzt, also ein Honigraum. Deswegen 7,7 Kilo, 6,1. Gesamtgewicht der linken Beute ist 51 Kilo, der rechten Beute 40,7. Also links wurde sehr viel Honig schon eingetragen. Hier sieht man auch dieses Farbband. Das zeigt an, in welchem Stundenbereich jetzt was eingetragen wurde, wo was rausging. Das ist rot, blau ist neutral und grün ist Eintrag. Wenn man ein Stück weiter runter schaut, da sieht man dann die Tageszusammenfassung immer mit Datum vorne dran als erstes. Dann haben wir 7 Uhr haben wir ein bestimmtes Gewicht, um 21 Uhr haben wir wieder ein Messgewicht. Diese zwei Messpunkte habe ich gesetzt bei meinen Wagen, weil morgens um 7 vorher fliegt kaum eine Biene raus, kann schon mal passieren, okay. Und abends nach 21 Uhr ist auch kein Bienenflug mehr. So habe ich den Wert im Vergleich, was war vorher drin und was ist am Abend noch drin. Wurde was eingetragen und hier sieht man ganz klar eine deutliche Zunahme. Die haben die Tage davor richtig gut zugelegt. Man sieht auch hier, 8.4. das war eben mit den Zargen aufgesetzt hier. Man sieht hier 7.4. hier haben die 2,2 Kilo das linke Volk. Das rechte Volk hat 1,2 Kilo zugenommen. Die sind schwächer, das ist ein schwächeres Volk. Die hatten im Herbst ein großes Vergiftungsproblem. Also es hat das halbe Volk gekostet. Die lagen tot vor der Beute. Ja. Vergiftet halt, ja. Weiß ja nie, welcher Hobbygärtner oder Landwirt jetzt gerade wieder was ausbringt. 6.4. waren hier 2,3 Kilo, 1,6 Kilo. Das ist eine recht schöne Übersicht. Wenn man in die nächste Doppelwaage reingeht, das ist die hier, das linke Volk 36,2 Kilo und das rechte Volk 45 Kilo. Das sind jetzt die tatsächlichen Zunahmen innerhalb von 24 Stunden der Wert. Aber hier sehen wir auch wieder, am 8.4. hat 2,1 Kilo eingetragen, das rechte Volk 1,85, 3,65, 3,2, hier haben die, also am 7.4. haben die da richtig kräftig zugeschlagen. Und die dritte Doppelwaage hat das linke Volk 37,4, das rechte 36,5, also hier ist das rechte Volk stärker als das linke, bisschen zumindest. Dann sehen wir, wie gesagt, auch wieder die Messpunkte morgens um 7, abends 21 Uhr. Hier haben wir jetzt am 8.4. nur 0,7 beim schwächeren Volk und beim stärkeren Volk 1,35. Den Tag vorher auch ein Unterschied im Wert. Und am 6.4. war auch ein bisschen mehr eingetragen, 1,9 Kilo und hier 2,05 Kilo. Also ich habe einen sehr, sehr guten Anhaltswert. Wenn ich da jetzt ein bisschen in die genaueren Daten reingehen möchte, Moment, dann gehen wir auf die Normalansicht, hier Diagramme, und bei den Diagrammen, das ist jetzt das Volk B1, Home, da können wir auch sehen, hier die Tagesveränderungen, da war mal zweimal kurz ein Eintrag, aber dann ist wieder vor sich hingeblubbert und von hier weg an sich 0,1 Kilo, also 100 Gramm an dem Tag, was übrig war, 200 Gramm, da ist es ein bisschen mehr geworden. Hier ist der Zagen, das Zagenaufsetzen, deswegen ist der Balken so stark im Ausschlag. Wenn ich aber ein bisschen näher reingehe, das kann ich auch sehen hier direkt am Verlauf. Jetzt gehe ich mal, ich kann hier einstellen, die Übersicht, das ganze letzte Jahr, 6 Monate, 3 Monate, 1 Monat, 1 Woche, 3 Tage. Ich habe eine recht gute Übersicht bei 3 Tageseinstellungen. Ja, sehen wir hier,
den Verlauf da ein bisschen runter. Das war am frühen Morgen, 7 Uhr. Dann sind sie ausgeflogen, sieht man hier an der Kurve, und haben dann den ganzen Tag über eingetragen. Hier wieder das Gleiche, gleicher Ablauf. Das ist ungefähr, ja, ist jetzt 8 Uhr hier. Und dann ist der Verlauf so, die waren schon wieder am Eintragen. Dann habe ich sie gestört, habe sie unterbrochen, ein bisschen bearbeitet, Rähmchen hochgehängt und so weiter und dann wieder aufgesetzt. Dann haben die nochmal, die hatten ja 50,4 und haben dann im Endeffekt doch nochmal 600 Gramm eingetragen. Nachdem eine Zarge aufgesetzt wird und das Volk ein bisschen touchiert wird, sorry, sind die Bienen etwas durcheinander. Dann brauchen die eine Zeit lang, um sie sich wieder zu sortieren. Und deswegen haben sie da nicht mehr so viel eingetragen. Das Volk nebendran ist genau das Gleiche, ist ja auch eben die Zarge aufgesetzt worden. Hier sieht man den Verlauf. Wenn ich jetzt in ein anderes Volk reingehe, das woanders steht, da sieht man auch hier, was haben wir hier? Hier haben wir ungefähr 7 Uhr, 7, 8 Uhr ist hier, 34,15. Dann sind die Bienen ausgeflogen zum Eintragen und haben dann eingetragen. Zack, zack, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Was hatten wir? 34,15 und dann abends um 8 Uhr 36,45. Also 2,3 Kilo haben die hier eingetragen auf diese Strecke. Ja, die Magen geben mir. Ich habe noch einen Punkt Gewichtsänderung, das sieht man. Da muss ich mal ein bisschen auf eine längere Einstellung machen, auf eine Woche zum Beispiel. Hier sehen wir dann eben diese Balken. Tagesgewicht. Moment, wo haben wir das? Da, hier haben wir Tagesgewicht, ja. Hier, gröbere Einstellung ist besser. Nehmen wir mal einen Monat. Hier sehe ich jetzt andere Waage, weil die kamen dann frisch drunter erst wieder. Oh, so hier. Hier an dem Verlauf sieht man jetzt zum Beispiel, blaue Linie ist abends, rote Linie ist morgens. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass sie hier ein bisschen verbraucht haben. 37,7, 37,9. Die haben 200 Gramm verbraucht hier an diesem Tag. Und so sieht man auch, wie sich das Volk gibt, wie die Trachtentwicklung vorläufig eventuell ist. Kommt natürlich auch wieder darauf an, was für ein Wetter gerade herrscht. Wetterdaten kann ich auch nochmal abrufen. Hier habe ich einen extra Button, kann ich nochmal abrufen, wenn ich das möchte. Wenn es regnet, ist natürlich klar, dann dreht sich das ganze Ding um. Hier wurde auch gut eingetragen, ist morgens um 7:34,9 und abends um 21:38,6. Gut, sind fast 4 Kilo, ja. Und hier der Verlauf dann nachher, jetzt hier fängt die Tracht an, hier der Verlauf ganz stark zunehmen. So weiß ich auch, dann wann hört die Tracht auf? Ich bekomme von der Waage, von jeder Waage auch über das Outlook, bekomme ich auch eine tägliche Meldung, was reingekommen ist oder nicht reingekommen, was sich bewegt hat. Ich bekomme Warnmeldungen, wenn sich das Gewicht deutlich nach oben oder nach unten verändert. Das heißt also, wenn jemand an den Beuten manipuliert, bekomme ich Informationen. Wenn sie schlagartig viel eintragen, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Bienen im Wald stehen und sie tragen Melizitose ein, da tragen sie in der Regel sehr viel ein, ist oft ein Hinweis auf Melizitose, dass man unter Umständen schnell reagieren kann. Hier sehen wir jetzt am 8.4. eben diese Markierpunkte, die ich gesetzt habe, 7 Uhr morgens und 21 Uhr abends und die Differenz dazu. Hier ist eben auch den Zargentausch, die 8 Kilo, beim Volk 2 6,6 Kilo. Also 6 Kilo hat die Zarge alleine und das heißt also, das linke Volk hat an diesem Tag insgesamt 2 Kilo zusätzlich Honig eingetragen, das rechte Volk 600 Gramm. Das rechte Volk ist, wie gesagt, das gesundheitliche Probleme hatte, beziehungsweise Vergiftungsprobleme. Die nächste Waage, da wurde noch keine Zarge aufgesetzt. Das sieht man, die haben am 8.4. 2,1 Kilo, am 7.4. 3,7 sogar und das rechte Volk 3,2. Am 8.4. 2,1 und das rechte Volk 1,9 Kilo eingetragen.
So sehe ich schön den Verlauf, was geht an jedem einzelnen Waagevolk. Da ich immer die Völker als Doppelwaage ausgerichtet habe, ist es nicht auf ein einziges Volk begrenzt, sondern ich habe einen besseren Überblick. Natürlich, der totale Überblick wäre, wenn jedes Volk auf einer Waage stehen würde, keine Frage. Aber das ist natürlich auch eine finanzielle Angelegenheit, von daher, ja, mit Doppelvolk gibt es einen ganz guten Überblick an diesem Standort. Also eins ist, glaube ich, auch klar geworden in dem Video, durch diese Waagen habe ich wesentlich mehr Informationen von meinen Bienen, von den Abläufen. So habe ich auch zum Beispiel in einem eventuellen Trachtgebiet, habe ich einfach nur zwei Völker stehen auf der Waage, auf der Doppelwaage und kann beobachten, ob dort was geht. Das heißt, ich muss nicht mit 20 Bienenvölkern ganz umständlich in ein Gebiet wandern, in der Hoffnung, dass was reinkommt, sondern ich habe Testvölker dort stehen, sehe, ob was geht und kann dann immer noch mit den anderen Bienen nachwandern. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. So wird's was. Mit der richtigen Technik macht Imkerei auch Spaß und ist Imkerei einfach. Ich hoffe, wir sehen uns auch in einem anderen Bienenvideo. Und tschüss.